Ja, wir schauen mal, Jungs. Wir gucken mal, was wir ziehen und dann gucken wir mal, wie wir das Team bauen. Vielleicht ziehen wir, also ich bin ziemlich sicher, wir ziehen 1 Serie, ja, bestimmt. Kimmich, guter Anfang. Für die Standard-Packs, für nicht die spezifischen Serie-A-Packs. Für Kimmich ist okay. Okay, machen wir erstmal die ganzen Zweier 80-Plus-Packs auf. Dafür haben wir keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, 5 Stück haben wir von denen? Ja, 5 Stück. 5 Stück 20, 80-Plus, alles Serie-A. Wenn da ein Tots kommt, bin ich anders zufrieden, aber wird wahrscheinlich nicht. Na, wird nicht, aber egal, schauen wir mal. Okay, wir haben noch 2. Dann haben wir durch 5 Stück von denen geöffnet, nichts gezogen. Come on, Brother. Come on, Brother, come on! Oh, das ist der günstigste. Ich hab gesagt, es ist okay, aber Alter, da hat man ein bisschen Hoffnung auf irgendwas, das ein bisschen was wert ist. Das ist wirklich der günstigste, ne, Chat? Ist das der günstigste? Wahrscheinlich, ne? Es ist wahrscheinlich wirklich der günstigste von denen, aber ich beschwere mich nicht. Das ist der zweitgünstigste. Prema ist günstiger. We take it. Gute Chanalulu. Vielleicht spielen wir ihn sogar heute spontan, weiß nicht, mal schauen. Machen wir vielleicht das auf, Premium-Spieler-Pack. Serie A. Tauschbar diesmal sogar. Dick. Smalling ist das, ne? Ich hab's schon mal gezogen. Ich hab auch so ein Preview-Pack schon mal gezogen. Da kann ja nichts mehr dahinter sein, glaube ich. Okay, selbes Mega-Pack. Dann haben wir noch die zwei dicken. Das war's dann heute. Also, außer ich kann mir noch ein bisschen was ercraften. Ah, Neuer. Manuel Neuer. Gutes Futter, aber ich will blau sehen, Bruder. Na, ja, 2 Walkouts, okay. Okay, wir haben noch 2 Packs. Come on, yay, man. 2 Packs. Einmal das 10er. Das machen wir zuerst auf, dann haben wir das 11er. Und das andere, eigentlich habe ich 2 von denen gehabt. Eins außerdem geöffnet letzte Woche, ich Idiot, aber ja, come on. Aus einem von beiden ein Tots wäre ich zufrieden. Come on. 3, 2, 1. Ah, nope, ah, man. Hauptsache blau. Ich will nur blau sehen. One time. Please, one time. One time, yay. Can do it? One time? Nein. Jungs, ich bin ehrlich mit euch. Ich mache jetzt, glaube ich, so lange Packs, bis ich einen blauen noch gezogen habe. Ich schau mal. Wir nehmen ihn auf jeden Fall mit. Ja, ich weiß, Terodde. Voll viele Schalke hab ich schon gesehen bei unter Twitter-Post. Also, wo ist Terodde? Wo ist Terodde? Da ist der Terodde, Junge. In blau nämlich. Da ist der Terodde in blau. Jetzt gib mir was Gutes. Wo ist. What? Who is that? Gururu? Georiri? Rest der Welt ist das wahrscheinlich, ne? Take it. Aber es reicht mir nicht. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin immer noch nicht zufrieden, Mann. Come on, One time. Wieder Chanalulu. Ne, es ist nicht mal Chanalulu. Ach, Chucky ist ja auch noch in den Packs. Ist Super League immer noch drin? Ein Ehrenmann, ich sage nichts gegen ihn, er ist ein Ehrenmann, der hat mich, als ich ihn gespielt habe, gut gehalten, Jungs. Okay, Chat, wir gehen rein in die Weekend League, in die Bruch League. Leider diese, oder jetzt, bis jetzt, sag ich mal, nichts Gutes gezogen. Ein paar Tots, aber nichts krass dabei. Muss man leider sagen, aber vielleicht ziehen wir während den Streams noch ein paar gute Tots. Wir gehen mit dem Team hier rein. Ja, wieder sehr anschließend unkreativ, aber wenigstens ja neue Spieler am Start, die wir testen können. Wir haben Mayon, wir haben Koulibaly, der sieht krass aus. Quadrado sieht auch krass aus, 5 schnelle Skills. Wir spielen wahrscheinlich heute hauptsächlich Dreierkette, 3-5-2. Da wird er über die rechte Flügel kommen und die 4-2-3-1. Cassie haben wir am Start, der sieht auch wie eine absolute Maschine aus. Den haben wir gemacht. Wir haben Immobile, viele haben schon gesagt, könnte ein bisschen schlecht sein, wenn er nicht so gut ist. Wir haben immer noch den guten Mkhitaryan auf der Bank. Ja, wenn ich merke, nach 3-4 Spielen, das wird nichts, dann tue ich ihn einfach rein und gut ist. Wir haben Berardi heute über die Flügel. Sieht absolut cracked aus. Könnte genau mein Spielertyp sein. Wir haben heute Karstorp auf der 8, weil ja, wir hätten auch den, wie heißt er, eine Pellegrini machen können, aber fast dieselben Stats, deswegen, ja, unnötig eigentlich. Spielen sich wahrscheinlich zu ähnlich. Und dann haben wir natürlich den Mainstar, sehr, sehr teuer. Wahrscheinlich ist der schon wieder gesunken. 3,68 Millionen haben wir ihn geholt. Ja, sind wir gespannt, ob der was kann. Der sieht nämlich, oder ist ziemlich groß, 1,88. Ob der dann nicht ein bisschen unbeweglich ist, werden wir sehen, ob der dann die Münzen wert ist. Und dann würde ich sagen, ja, schlag mir nicht lang, wir gehen rein. FC PayPal. Ich sag mal so, wenn das reingepayt ist, ist das Team nicht geil. Easy Finish. Bam! Dropkick in der Gesicht. Easy Tapping. Easy Tapping für Ciro Immobile. We take it. Komm, der ist durch, Digga. FIFA Leo. Ach, FIFA Leo, sag ich schon. Komm, Leo. Ganz oben. Überblick. Mal den Überblick haben für den guten Berardi, Junge.
Komplett auf Crack spiele ich den Spieler, Junge. Nichts mit Bunkern hier bei mir. Siehst du hier irgendwas bunkern? Nix. Das ist Full Attack. Nächster Gegner. Ist nicht schlecht. Der spielt auch noch den goldenen Mondi. Na ja, du spielst der Wichser. Let's go, Immobile. Wer hat gesagt, der Shit, hä? Tja, hohe Immobile, Jungs, hä? Aber was jetzt, Jungs? Wo sind die Hater jetzt? Digga, der steht immer vor mir. Der gießt mir richtig auf den Sack, Alter. Let's go, Mann. Schöner Schuss. Ja, guter Schuss. Okay, guck mal, nächster Gegner. Hullet Mittel. Paketkoffer hat er gezogen. Ja, du Hund, Junge, du Hund, du Träger. Nein. Fuck, Mann, Alter. Ich wusste es, ey. Wenn ich das nicht mache, macht der, ey. Rote Karte, egal, dann quitt, du Hure. Er kriegt keine Rot, er kriegt keine Rot! Oh mein Gott, er kriegt keine Rot! Hin! Hin! Wo ist der andere? Wo gehst du nicht hin? Och Gott, dieses Spiel ist so gekauft. Nein, das ist ein gekauftes Spiel, Digga. How you survive that shit? How you fucking survive that shit, Digga? Glück gehabt, Digga. Glück gehabt, Digga. Besser ist, ey. Besser fucking ist, Digga. Was eine Verarschung das Spiel war, ey. Harry Kane. Lewandowski. Gib mir ein Tor, Mann! Ein Tor! Ein Tor will ich schon haben, danke! Hol den! Komm, bitte, 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 hol den! Hol den, bitte! Das ist fucking Dele Alli! Das ist fucking Dele Alli, Mann! King, the King himself! The fucking King himself! Der beste Spieler in the fucking game! That's it, brother. You done. You fucking done, man. You fucking done. The Ever King is da. Na, glücklich. Das war sehr lucky, Chat. Das war lucky. Das ist schon nicht schlecht. Elite 11. Aber vielleicht wird er ein bisschen einfacher als der letzte Gegner. Komm, in Boom, bitte. Oder Karlstrop. Karlstrop, Junge. Das wohl. Toll bewegt. Direkt bestraft worden dafür. Komm, Berardi, Junge. Schön, easy finish. Let's go. Bisschen lucky, aber nehmen wir mit. Jetzt, komm. Elfmeter dann. Ja, okay. Take it. Okay, wichtig, Jungs. Der war sehr nah dran am 2-1, muss ich sagen. Okay, uff. Roter Benjeda. Lahm. Roter Militao. Okay.
Jetzt. Jawohl, aber Finishing ist krass. Das war dumm. Das war unnötig. Ich muss aufhören, dieses Skill muss. Oh mein Gott, guck mal. Major, komm doch raus! Digga, Leo ist Dog. Jetzt mach ihn. Danke. Okay. Alles wieder gut, aber muss er trotzdem machen, Digga. Muss trotzdem machen. Alter, Immobile, das ist jetzt nicht dein Ernst. Immobile, das ist nicht dein fucking Ernst, Digga. Uff, Ronaldinho, El Gaucho Moments, Maldini Moments, Ronaldo in Rot. Uff, mal euer Tipp mal angenommen, einfach mal finessen. Ich hab's gesehen, der Tor hat ihn rausgeholt. Okay, gehen wir mal. Ja. Jetzt ist die Frage, Chat. Wir stehen 7-0. Gönnt er? Oder gönnt er nicht? Mir ist es egal, Chat. Ist sein Karma, Chat? Maybe. Ja, war klar. Ja, und das ist halt auch das Typische. Wenn der vorige rausgeht, ja, ob es jetzt das war bei 0-0 oder irgendwie mitten im Spiel, der Gegner danach hat immer ein krasses Team. Ich weiß nicht warum. Spielt der 4-4-2, glaube ich, spielt er, ja. Spielt 4-4-2, der Hund. Der hat mich. Die letzten Gegner sind immer hart. 9-0 Chemie, muss man sagen. Aber krankes Team, Mann. Ach, Mann, wieder. Ey, was sind das jetzt? Zwei Freaks jetzt hintereinander. Bitte, Mann. Nein, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Warum werden solche... Ich kann immer nur dasselbe sagen. Warum werden solche Leute beschützt von EA, Mann? Jetzt reicht's langsam, wirklich. Jetzt reicht's langsam, Alter. Was ist aus FIFA geworden, Chat? Ich kann nicht mehr, Digga. Das ist FIFA, Chat. Das ist FIFA, Digga. Das macht mir auch keinen Spaß. Jetzt will noch einer sagen, warum ich 4-4-2 Leute beleidige. Will mir noch einer sagen, nein, Casey, warum schiebst du 4-4-2 Leute alle in dieselbe Schublade? Hä? Was soll ich erzählen? Bei mir ist 99% Quote, dass sie so spielen. Was soll ich denn euch erzählen? Die spielen wie die letzten Mal. Was soll ich denn sagen, Digga? Guck dir an! Bastard! 68%, Digga! Einfach nur Ball halten, nichts tun! Drei Chancen mit 68% Ballbesitz, Digga! Willst du mich verarschen? Okay, gehen wir noch in die Teambewertung, Chat. Ja, das ist immer dasselbe, Chat. 7-0 haben wir uns gut hochgekämpft. Achter Gegner. Es ist immer dasselbe. Es ist wirklich, achte mal drauf, Chat. Achte mal, wie krass ich danach spielen muss, wenn der Gegner mir den Sieg nicht gönnt. Dann kommt ein Gegner, der quittet bei 0-0. Das ist schon, glaube ich, das... In den letzten Wochen das 10. Mal oder so, quittet er bei 0-0 und dann kriege ich einfach Matchmaking des Todes. Dann kriege ich genau meine Hassgegner. Der erste Gegner ist zu 99% schon mal ein richtig krankes, veröltes Team mit Pelé Moments und so eine Scheiße. Und natürlich passen dazu die 4-4-2-Ratten-Formationen. Und danach natürlich, so viel Glück ich habe, kriege ich dann nochmal eine 4-4-2-Ratte. Und natürlich werden die dann von den Yay Gott beschützt, Digga. Da gehen natürlich auf einmal Kreuz seine Füßen auf einmal so krumm geworden. Seine Hände waren so, haben gezittert, jetzt nicht so geworden. Können alle nicht verhalten, Digga. Können nicht mehr laufen, Digga. Was ist Bullshit, Digga? Also das letzte Spiel war wirklich noch die Krönung. Das Spiel davor, okay, der war echt nicht mal schlecht. Aber das letzte Spiel war wirklich die absolute fucking Krönung, was ich gesehen habe, Alter. Okay, gehen wir rein. Major kriegt von mir nicht mal eine so schlechte Bewertung, wie ich am Anfang gedacht habe. Der Typ hält wenigstens die Bälle. Er ist da,
Aber das große Problem ist, er hält kein einziges Ball fest. Ob jetzt mit 5 km/h oder mit 50 km/h, er lässt den Ball immer droppen. Das ist das Problem. Ja, er hält keinen Ball fest. Zum Glück muss man sagen, außer einmal ist fast ein Tor passiert. Das hat, glaube ich, irgendeiner von meinen Verteidigern noch gerettet. Ist kein Tor passiert. Deswegen will ich nicht mal so schlecht reden, weil er hat wirklich krasse Paraden gemacht. Nur, ich weiß nicht, was los ist. Er hält die Bälle nicht fest, ja. Er hat aber gut gehalten eigentlich im Großganzen. Nur, dass er dann immer den Ball abtoppen lässt. Aber zum Glück nichts passiert. Aber früher oder später, wenn du wahrscheinlich mit den 100 Spielen mit dem machst, wird da mal 2-3 Tore wahrscheinlich reingehen bei so einem Müll. Da steht dann ein Gegner, der macht einfach ein Tap-In. Aber nicht mal so schlecht, sag ich mal. Koulibaly, ich habe wenig von ihm gesehen, muss ich sagen. Ich habe heute hauptsächlich die Dreierkette gespielt, ja. Ich glaube, der hat sogar in der mittleren IV gespielt. Und ab und zu mal, ganz selten, habe ich mal die enge Raute und 4-2-3-1 gespielt. Und wenig gesehen, viel sehr unsichtbar. Aber wenn er mal da war, eigentlich guten Job gemacht, muss ich sagen. Also gutes Tackling, gutes Stellungsspiel und hat sich auch nicht langsam angespielt in den Laufduellen. Aber weiß nicht, ob der dann eine 500.000 für mich wert ist. Also solide Karte auf jeden Fall, muss ich sagen, ist nicht schlecht. Vielleicht so ein Ticken besser als Ruben Dias Team of the Year. Aber ja, musst du selber wissen, musst du mal selber testen. Das ist eh bei den IVs so. Es geht ja nur darum, sind die zuverlässig oder nicht. Ne? Da musst du mehr Spiele machen. Ja? 10 Spiele ist nur ein kleinen Anteil. Hat gut gespielt in 10 Spielen, aber vielleicht kann ja sein, in 100 Spielen, dann merkt man, der macht auf einmal dumme Fehler da. Es gibt so Spiele wie Marquinhos Team of the Year, Varane, die machen in 100 Spielen vielleicht einmal einen Fehler. Ja, das ist halt, darauf muss man achten. Cuadrado war ich völlig in Ordnung, aber auch nicht so besonders. Besonders defensiv fand ich, geht mehr. Also, ich rede ja immer von der Range so. Ich finde, er hat so eine kleine Range so. Manche haben so eine riesen Range, wenn der Gegner da reingeht, automatisch tackle, Ball ist weg. Ja. Bei ihm irgendwie können die sich viel erlauben, fand ich. Oh, aber ich muss sagen, wir haben heute eine Dreierkette gespielt. 3-5-2. RM hat er gespielt. Also sehr viel nach oben, nach unten gelaufen. Hat die Ausdauer auf jeden Fall, muss ich sagen. 93 Ausdauer reicht. Verlängerung vielleicht könnte ein bisschen schwierig werden, aber. Ja, ist gut nach vorne und nach hinten gelaufen in der Dreierkette und offensiv ist es natürlich nicht so schlecht, muss man sagen. Der kann passen, der kann sich geil bewegen, hat gut Pace und hat die 5 schnelle Skills. Also in der Dreierkette vielleicht nicht mal die schlechteste RM-Karte, sag ich mal, aber defensiv fand ich ein bisschen schwach, ja, in manchen Situationen, aber not bad. Cancelo muss ich nochmal heute einen Lob aussprechen, für mich fast der beste Spieler heute in der linken IV. Das zeigt mal wieder, was er alles kann. Der kann 6er spielen, 8er spielen, Flügelspieler spielen, LV, IV, der war geistgestört heute. Absolut nochmal ein Lob von mir. Dann gehen wir rüber zu Cassie. Ich würde sogar fast sagen, nach Cancelo vielleicht der beste Mann heute im Team. Absolut top gespielt, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch im Spiel gesagt oder während des Streams. So ein bisschen erinnert er mich an Kanté auf komplett Crack. In groß und in breit. Also nicht mal an Vieira. Vieira ist immer ein bisschen anders. Wie Kanté, müsst ihr euch vorstellen. Aber halt nochmal in größer und fetter. Aber nicht unbeweglicher. Ja? Der lässt sich ziemlich geil bewegen, auch ohne Ball. Die Richtung links, rechts, links, das kriegt er ziemlich clean hin. Pässe kriegt er gut hin. Auch mit dem Ball kann er gut arbeiten. Hat 4-4 und wieder richtiger Staubsauger. Viel unterwegs, viel am Abfangen, am Tacklen, cleanes Tackling. Top-Spieler fand ich, also wer den einbauen kann, oder wenn es noch ein 6er fehlt, ich habe heute auf der 6 gespielt, kann man vielleicht mal auf der 8 testen, aber vielleicht dann vielleicht doch ein bisschen so unbeweglich, aber hat er die 4-4, aber der 6, muss ich sagen, wie ungefähr Kanté auf komplett Crack, hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr nice und dann gehen wir rüber noch auf Berardi, muss ich in Schutz nehmen, 3-5-2, linker LM gespielt, ja. Musste natürlich auch hinten aushelfen, ist vielleicht nicht seine bevorzugte Formation, ja, oder Position, hätte man vielleicht 4-3-1 Flügel testen sollen oder als 10er mal testen sollen, werden wir wahrscheinlich noch machen, wir werden eh noch 10 oder in Rot bekommen, deswegen hat er auch nicht die besten Stats, die sind nämlich noch ein bisschen in Schutz, ja. Hat aber meiner Meinung nach trotzdem sehr gute Runs gemacht, hat sich schnell angefühlt, hat sich auch gut dribbeln lassen, nur kam halt nicht so oft zum Einsatz, weil er halt viel, ja, laufen musste, auch nach hinten arbeiten musste und die Runs hat er trotzdem nach vorne gemacht, hat mir gefallen, aber ja, ist wahrscheinlich nicht die Position, wo man ihn spielen sollte, deswegen werden wir ihn vielleicht noch mal früher später noch mal testen. Karstorp war okay, ich fand ihn okay, war jetzt nicht schlecht, aber ja, war auch in Ordnung, bisschen unsichtbar auch, ja, bis jetzt sage ich mal, bisschen 0 auf 15, kam seinen Stats noch nicht gerecht. Da haben wir noch den guten Immobile, 6 Tore, eine Vorlage. Ja, so ähnlich wie Lewandowski, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein Ticken beweglicher und vielleicht ein Ticken schneller. Ja, wo ich will nicht sagen schneller, wahrscheinlich ungefähr auf demselben Level.
Finish den Geist gestört. Wenn er mal zum Schuss kam, und er kam, glaube ich, nur 6 Mal zum Schuss, hat er halt jedes Mal gefinisht. Das Problem ist, ihn in den Spot zu bringen, ja. Zum Schießen ist halt schwierig. Ja, weil, ja, ein bisschen wie Lewandowski, ein bisschen beweglich. Schwierig, die Leute wissen, okay, ja, was willst du machen mit dem, ne? Kannst nicht komplett vorbeipacen, kannst nicht einen überraschenden Skill-Move machen, kannst vielleicht Ballstop La Coqueta mal probieren oder sowas, oder hin und her passen, aber Finish war super gestört, gut, aber der Rest, ja, ja, ist nichts Besonderes, so ähnlich, vielleicht wieder eine bessere Version von Lewandowski. Und dann haben wir noch den guten Liao. Ja, ich habe jedes Spiel durchspielen lassen, glaube ich. 3 Tore, 3 Vorlagen, als Chat, jetzt kommst, als Stürmer. Als Stürmer, jede Position, Formation hat als Stürmer gespielt, ist ein, muss man sagen, ein Armutszeugnis für 3,6 Millionen, also 3-3. Und so hat er sich leider auch spielen lassen. Ich würde sagen, vielleicht wie Talisca ein bisschen besser. Obwohl ich vielleicht sogar sagen muss, im Nachhinein Talisca ist vielleicht sogar ein bisschen beweglicher. Muss man klar kommen, der hat auch so ähnlich wie Talisca diese Spinnenbeine, lange Schritte, ja, das heißt, du machst nicht wie Messi oder Neymar, diese Tippi-Tippi-Schritte, kannst dich nicht mit dem linken Stick perfekt bewegen, ist gutes Dribbling, aber ein anderes Dribbling, musst du drauf klarkommen, hat gut Pace, hat gut Körper, kann sich durchtanken, aber irgendwie kein Big-Game-Player, Jungs, ne, ja, eigentlich ein guter Spieler, würde jetzt so viel, würde so ein bisschen mehr als Talisca kosten, so 800k, 700k, würde ich sagen, kann man mitarbeiten, aber 3,6 Millionen, muss man sagen, erwartet man ja auch schon einen Spieler, der vielleicht auch dich bei den schwierigen Spielen da rausschießt, wie zum Beispiel, ich sag mal so, Mkhitaryan ist so einer, der immer noch bei den Big Games da ist und auch gezeigt hat heute, und der hat wenig gezeigt, muss ich leider sagen, also sieht auch, der Vorgänger hat auch nicht so viel mit ihm gemacht, für 3,6 Millionen muss da mehr kommen, fand ich leider Preis-Leistung nicht genug. War ein guter Spieler, wie gesagt, ähnlich wie Talisca, vielleicht ein bisschen besser als Talisca, weil er ein bisschen schneller sich anfühlt und vielleicht ein bisschen sogar noch robuster ist vom Körper her. Aber ja, man muss auch sagen, Finishing weiß ich nicht, Jungs. Ja, mit rechts war in Ordnung, aber mit links, habt ihr gesehen, da hat uns fast ein Spiel gekostet. Ich weiß gar nicht, da sind wir, glaube ich, ins 11-Meter-Schießen gegangen. Ich weiß nicht, 8-Meter-Schießer gegen den Pfosten. Darf nicht passieren, Jungs, darf nicht passieren. 99 Ruhewert mit solchen Schusswerten, 4-Stelle-Bigfoot muss rein. Also, ja, bisschen enttäuschend. Vielleicht habe ich ihn auch falsch gespielt. Wir haben heute fast nur die Dreierkette gespielt. Vielleicht kann es auch daran liegen. Ja, I don't know, man. I don't know.